Ja, Herr Professor. Selbstverständlich, die Vorlesung heute Morgen. Ja, ja. Ich bin schon vor Ort. Natürlich, der Vorlesungssaal ist vorbereitet, selbstverständlich. Der Vorlesungssaal ist doch vorbereitet, oder? Ich dachte, das wäre morgen. Nein, heute. Das, Herr Professor, ja, natürlich, Sie können sich auf mich verlassen. Alles klar. In einer Minute. Bis gleich. Ja, heute oder morgen? Ja, heute Morgen. Das heißt jetzt? Ja, jetzt. Ja, ich komm gleich. Kinder-Uni-Fans, willkommen zur heutigen Vorlesung. Möglicherweise habt ihr euch gefragt, was dies für ein Gegenstand ist und warum ich ihn mitgebracht habe. Er ist zentral für heute, denn unter dem Tuch ist unser heutiges Thema. Ich heiße Ewald Frieh, ich bin Historiker. Historiker beschäftigen sich mit der Vergangenheit, weil sie nicht vergangen ist, sondern in der Gegenwart noch Bedeutung hat. So ähnlich ist es auch mit mir. Mich gibt's jetzt, aber ich bin schon etwas länger da und der frühere Ewald Frieh ist heute noch in mir drin. Und der frühere Ewald Frieh, den könnt ihr da sehen. So habe ich mal ausgesehen. Und was ich jetzt gerade tue, das zeige ich euch, bevor ich den Vortrag halte. Wir gehen mal in mein Arbeitszimmer. Wer Professor oder Professorin für Geschichte ist, muss nicht alles über die gesamte Menschheitsgeschichte wissen. Ewald Frieh ist Professor für Geschichte, aber er hat sich auf neuere Geschichte spezialisiert. Die umfasst immerhin die letzten 500 Jahre. In dieser Zeit ist viel passiert, hat sich viel entwickelt. Nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Darüber hat Ewald Frieh ein dickes Buch geschrieben, das Jugendlichen die Geschichte der Welt erzählt. Hier erfahren Sie Dinge, die auch viele Geschichtslehrerinnen und Lehrer nicht wissen. In dem Buch kann man erfahren, dass es in China schon um 700 eine Millionenstadt gegeben hat. Dass Japaner um 1850 Europäer als wild und ungebildet empfunden haben. Ewald Frieh schreibt also Bücher. Und er liest viele Bücher. Ich habe immer schon gern gelesen. Ich konnte auch schon weit vor der Schule lesen und schreiben. Wahrscheinlich habe ich es von meinen Geschwistern gelernt. Ich habe 10 davon, 8 größere Geschwister und 2 kleinere. Und wenn ich gelesen habe, brauchte ich nicht auf dem Hof helfen. Und dieses sich vor der Arbeit drücken war eine große Motivation, sich mit dem Lesen zu beschäftigen. Fast alle Geschwister von Ewald Frieh haben früher oder später studiert. Und weil wir so viele waren,
bekamen wir alle BAföG, eine staatliche Unterstützung für Studentinnen und Studenten, deren Eltern das Studium für ihre Kinder nicht bezahlen können. Das hat uns den Aufbruch in die Welt ermöglicht, aus diesem kleinen Bauernhof. Und es ist wichtig, dass es BAföG gibt. Für Ewald Frieh war immer klar, dass er einmal studieren würde. Die Schulzeit bereitete ihm keine Probleme. Er lernte schnell. Nur nicht in Kunst. Da hatte ich eine 4-, weil malen konnte ich nicht gut und machte ich nicht gern. Nach der Schule wusste er erst nicht, welchen seiner vielen Interessen er nachgehen wollte. Schließlich studierte er Geschichte und katholische Theologie. Denn Ewald Frieh kommt aus einem frommen Elternhaus. Während des Studiums machte er schon Führungen in einem Museum und arbeitete im Stadtarchiv, also dort, wo alte Schriftstücke bewahrt werden. Ewald Frieh beschäftigte sich viel mit der Geschichte der Gegend, in der er lebte, mit der Gegend um Münster. Und er beschäftigte sich mit dem Thema Armut. Davon handelt auch seine Doktorarbeit. Ewald Frieh nahm sich vor, an der Universität zu bleiben, um Professor zu werden. Meine erste Professur habe ich in Trier bekommen. Ein toller, lebendiger Ort. Aber als ich dann die Chance hatte, nach Tübingen zu gehen, wo so viele Neuzeithistoriker und auch Historiker älterer Epochen an gemeinsamen Themen arbeiten, habe ich mich dafür entschieden. Und seitdem bin ich hier. Von außen betrachtet hat so ein Geschichtsprofessor einen wenig aufregenden Arbeitstag, der sich zurzeit vor allem in seinem Arbeitszimmer abspielt. Auf den ersten Blick sieht mein Arbeitstag langweilig aus. Aber Geschichte ist Reisen im Kopf und eröffnet Welten aus Büchern und aus Texten und aus Bildern heraus. Daher ist das der spannendste Beruf, den man haben kann. Das, liebe Kinder-Uni-Fans, war mein Arbeitszimmer. Und jetzt kommt, was dabei herauskommt, wenn ich dort sitze, über Probleme nachdenke und versuche, Antworten für diese Probleme zu finden. Also die Frage, die uns heute beschäftigt, warum gibt es Kriege? Das ist eine der wichtigsten Fragen der Menschheit. Wie wichtig die Frage ist, zeigt euch die Grafik hier. Es geht um bewaffnete Konflikte zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und heute. Seit 1946 hat es, wie ihr sehen könnt, kein Jahr ohne Krieg oder bewaffnete Konflikte gegeben. Das haben schwedische Wissenschaftler herausgefunden, die sich die Mühe gemacht haben, alle Kriege dieser Erde seit 1789 zu zählen. Wie viele Kriege gibt es denn zurzeit? Während wir hier reden und zuhören, finden in der Welt 6 Kriege statt. In der Grafik sind sie blau. Außerdem gibt es knapp 50 bewaffnete Konflikte. Das sind Kriege mit zu wenig Toten, als dass die schwedischen Wissenschaftler für sie den Namen Krieg vergeben würden. Also mehr als 25 Tote pro Jahr, aber weniger als 1000. Die sind in der Grafik rot. Von den meisten dieser Kriege und Konflikte wissen wir nichts. Wir glauben zwar, dass die Zeitungen, die Tagesschau, Logo bei Kika, das Internet und andere Nachrichtenorgane uns einigermaßen zuverlässig über das Weltgeschehen informieren, aber das stimmt nicht. Die Nachrichten bringen das, was nach Meinung der Verantwortlichen für uns von Interesse ist. Und das ist, wenn entweder Deutsche betroffen sind oder der Krieg nah an Deutschland ist. Ich mache jetzt gleich 3 bis 4 Dinge. Ich werde Kriegsarten unterscheiden. Welche Kriege gibt es eigentlich? Ich werde Kriegszahlen aufzeigen, also wie viele Kriege, wie viele Tote. Ich werde sagen, warum eigentlich jemand wie ich sich für diese Kriege interessiert. Und ich werde versuchen, die Frage zu beantworten, kann man Kriege auch verlernen? Ich fange mit den Kriegsarten an. Es gibt eine Liste mit 165 Kriegen, die in den 200 Jahren nach 1789 stattgefunden haben.
Alle Kriege haben einen Namen und eine Zahl. Warum heißen Kriege eigentlich so, wie sie heißen? Das hat unterschiedliche Gründe. Ich fange mal mit denen an, die nach den Parteien heißen, die am Krieg beteiligt waren. Der Englisch-Dänische Krieg hat von 1807 bis 1814 gedauert und an dem waren England und Dänemark beteiligt. Es gibt den Chinesisch-Japanischen Krieg von 1894-95, an dem waren China und Japan beteiligt. Es gibt den Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71, an dem waren Deutschland und Frankreich beteiligt. Die Kriege heißen so, weil Menschen gesehen haben, dass zwei Staaten Krieg führten, so wie zwei Jungs sich auf dem Schulhof streiten oder zwei Erwachsene sich am Gartenzaun anbrüllen oder vor 200 Jahren zwei Erwachsene sich mit Pistolen, Degen oder Säbel als Waffe duellierten. Duellkriege werden viele dieser Kriege daher auch genannt. Nicht immer haben die Menschen mit ihrer Beobachtung recht gehabt, dass der Krieg nur von Zweien geführt wurde. Der Englisch-Dänische Krieg 1807 bis 1814 war nur möglich, weil er im Umfeld der Kriege des französischen Kaisers Napoleon stattgefunden hat. Der Chinesisch-Japanische Krieg war nur möglich, weil die Chinesen durch andauernde Konflikte mit den europäischen Kolonialmächten geschwächt waren. Richtige Duellkriege sind also eher selten, obwohl viele Kriege so heißen und auch auf den ersten Blick so aussehen, als seien sie Duellkriege. Entschuldigung, gewinnt bei Kriegen eigentlich immer der Stärkere? Das ist nicht gesagt und möglicherweise gibt es auch andere Lösungen. Bei der Prügelei auf dem Schulhof ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass am Ende eine Lehrerin oder ein Lehrer eingreift. Am Gartenzaun kann der Nachbar, der weniger laut brüllt oder der es blöd findet, bis zur Heiserkeit herumzubrüllen, zum Gericht gehen, um festzustellen, wem die Äpfel denn nun gehören. Bei Kriegen zwischen Staaten ist es bislang nicht gelungen, ein Gericht zu etablieren, das Entscheidungen trifft, die alle akzeptieren. Wir sind, kann man positiv sagen, vielleicht näher dran als je zuvor. Es gibt NGOs, Nichtregierungsorganisationen, von denen sich einige bemühen, über Kriege zu informieren und Kriegstreiber öffentlich zu machen. Über das Internet ist es einfacher geworden und keine Regierung ist in der Lage, diese Informationskanäle ganz auszuschalten. Vor allem aber gibt es die UNO und den Weltsicherheitsrat. Der Letztere heißt so, weil er dafür sorgen soll, dass die Welt sicher ist. Ohne Krieg und ohne ungerechte Gewalt von einzelnen Staaten und Nationen. Das funktioniert noch nicht wirklich gut, aber die Welt arbeitet dran, dass es besser wird. Duellkriege sind heute viel seltener als noch vor 100 Jahren. Sind Kriege eigentlich immer nur zwischen zwei Ländern? Nein. Es hat zwei Kriege in der Geschichte gegeben, die Weltkriege heißen. Beide in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und die heißen so, weil sehr viele Länder, aber nicht alle, aus mehreren Kontinenten, aber nicht unbedingt allen, an ihnen beteiligt waren und weil der Krieg in mehreren Kontinenten ausgefochten wurde. Beide Weltkriege waren totale Kriege. Sie bestanden nicht einfach aus Schlachten, die die beteiligten Heere irgendwo in der Welt schlugen. Sie betrafen vielmehr alle Menschen der beteiligten Staaten, weil sie oft Opfer von Luftangriffen wurden, weil sie hungern und frieren mussten und so weiter. Die beiden Weltkriege haben zusammen mehr als 100 Millionen Menschenleben gekostet. Das ist weit mehr, als ganz Deutschland heute Einwohner hat. Und das sind nur die Toten. Noch viel mehr Menschen sind verletzt worden, haben nie wieder richtig laufen
oder nie wieder richtig nachts schlafen können. Noch viel mehr Menschen haben ihre Heimat verloren und mussten woanders ganz neu anfangen. Ganz viele Kinder haben ihre Eltern verloren. Außerdem ist in dem Krieg, ist in beiden Kriegen unvorstellbar viel kaputt gegangen. Häuser, Straßen, Ackerflächen, Bäume und der Glaube daran, dass irgendwie schon alles gut werden würde. Es wäre sehr gut, wenn es einen solchen Krieg nie wieder geben würde. Aber wir wissen es nicht. Die Zukunft ist offen. Manche Kriege heißen nach dem Ort, an dem sie stattgefunden haben. Es gibt zwei Syrienkriege, einen Krimkrieg, mehrere Balkankriege, einen Kuwaitkrieg und so weiter. Die Kriege sind keine Duellkriege gewesen, weil zu viele Mächte teilgenommen haben. Es ging um einen Ort oder eine Region. Dort fand entweder die entscheidende Schlacht statt, so war es beim Krimkrieg, oder dort war der Anlass des Krieges, so war es beim Kuwaitkrieg. Dort während des Krieges zu leben, war sicher kein Vergnügen. Aber die Konzentration auf eine Region ließ immerhin die meisten Menschen der beteiligten Länder unbehelligt. Manche Kriege heißen nach dem Anlass, der zum Krieg führte. Es sind die Kriege mit den lustigsten Namen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass auch diese Kriege für die Menschen, die dort lebten, gar nicht lustig waren. Es gibt den Salpeterkrieg, in dem sich Chile Ende der 1870er Jahre mit Peru und Bolivien um die Frage stritt, wer die Guano- und Nitratproduktion in der Atacama-Provinz zu welchen Bedingungen durchführen durfte. Entschuldigung, was ist denn eigentlich Salpeter? Ah, das ist, es tut mir leid, Vogelscheiße. Damit konnte man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts viel Geld verdienen, weil Vogelscheiße als Dünger benötigt wurde und viele Düngemittel, die wir heute haben, noch nicht im Handel waren. Gewonnen hat am Ende Chile. Es hat die umstrittene Atacama-Provinz bekommen. Seitdem ist Bolivien einer der ganz wenigen Staaten Südamerikas, der keinen Zugang zum Meer hat. Es gibt auch einen Fußballkrieg. Den haben Honduras und El Salvador an 4 Tagen im Juli 1969 ausgefochten. Entschuldigung, haben die wirklich 4 Tage um einen Fußball gekämpft? Nein, das haben sie nicht. Der Krieg ist wirklich mit Krawallen bei einem Fußballspiel angefangen, das in Honduras, zwischen Honduras und El Salvador stattfand. El Salvador hat danach Luftangriffe geflogen und Bomben auf Honduras geworfen. Dieser merkwürdige Krieg gibt uns einen Hinweis auf unsere Frage nach den Kriegsursachen. Man muss Anlass und Ursache auseinanderhalten. Der Krieg begann mit einem Fußballspiel, ja. Aber das Spiel kann ja unmöglich die eigentliche Ursache gewesen sein. Der Krieg kam zustande, weil in den Jahren vor dem Krieg viele Menschen aus El Salvador nach Honduras gegangen waren. Sie hatten dort auf Ackerland und Arbeit gehofft. Die Menschen in Honduras hatten Angst, dass die Zuwanderer ihnen Ackerland und Arbeit wegnehmen würden. Es kam zu Unruhen und dann zu unfairen Gesetzen in Honduras gegen die Menschen aus El Salvador. Bei dem Fußballspiel randalierten dann Honduraner gegen die Zuschauer aus El Salvador. Es gab Tote, die honduranische Polizei griff nicht ein. Vielleicht wollte sie es auch gar nicht. Daraufhin griff El Salvador Honduras an, um seine Landsleute zu schützen. Entschuldigung, nennt man das eigentlich auch Krieg, wenn sich die Menschen im eigenen Land bekämpfen? Ja, das ist dann der Fall. Oder die Wissenschaftler sagen, das ist ein Krieg, wenn es viele Tote gibt. Also viele Kriege heißen deswegen gar nicht Kriege, sondern Aufstände. Aufstände sind anders als die Kriege, über die wir bisher gesprochen haben, weil sie innerhalb eines Landes stattfinden und die Aufständischen
keine Armee und kein Staat sind, sondern als Gruppe, als Bevölkerung, als Religionsgemeinschaft gegen einen Staat und gegen eine Armee antreten. Aufstände sind meistens schrecklich. Weil die Aufständischen keine Armee sind, sind ihre Mitglieder nicht gut von den anderen Menschen zu unterscheiden. Die Armee, die die gegnerische Armee sucht, kann sie nicht finden, weil Aufständische in der Regel keine Armeen bilden, sondern sich in kleineren Gruppen zusammenfinden, weil sie sich nicht schlagen, sondern weil sie pieksen, da wo es am meisten wehtut. Deswegen hören die Armeen irgendwann auf, nach der gegnerischen Armee zu suchen und machen alles nieder, was sie für feindlich halten. Das kann jeder und jede sein. Das ist ein Elend für die Bevölkerung in dem betroffenen Gebiet. Forscher sprechen hier von asymmetrischen Kriegen. Asymmetrische Kriege heißen Kriege, bei denen auf der einen Seite eine Armee steht, auf der anderen Seite aber etwas anderes. Chinesische Aufständische, ungarische Bürger oder afghanische Taliban-Kämpfer. Halten wir also fest, es gibt Kriege, in denen Armeen miteinander kämpfen und solche Kriege, in denen Armeen mit Nicht-Armeen kämpfen. Letztere können für die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten schlimme Folgen haben. Es gibt überhaupt ganz verschiedene Kriege. Kriege haben ganz verschiedene Anlässe und manche heißen danach wie der Fußballkrieg oder der Salpeterkrieg. Aber nicht immer führt der gleiche Anlass auch zum Krieg. Die allermeisten Fußballspiele enden friedlich. Vogelscheiße wird nur selten gehandelt und wenn, dann meistens gewaltfrei. Es lohnt sich deshalb, die Frage umzukehren. Warum geht es meistens gut aus? Warum gibt es nicht viel öfter Krieg? Und dabei könnte es nützlich sein, nach Organisationen wie der UNO oder dem Weltsicherheitsrat zu fragen, die Regelwerke zu schaffen versuchen, mit deren Hilfe man am Krieg vorbeikommt. Gucken wir noch etwas genauer auf Zahlen. Die Forscher in Uppsala in Schweden, die alle Kriege zählen, sagen, es habe knapp 170 Kriege in den letzten 200 Jahren gegeben. Das macht knapp einen Krieg pro Jahr. Weil die meisten Kriege länger als ein Jahr dauern, hat es in den letzten 200 Jahren nur 2 Jahre gegeben, in denen nirgendwo auf der Erde Krieg war. Derzeit gibt es, das habe ich schon gesagt, 6 Kriege und knapp 50 bewaffnete Auseinandersetzungen. Die Wissenschaftler aus Schweden haben auf einer Karte eingetragen, welche Länder jetzt gerade an Kriegen und Konflikten beteiligt sind. Da können wir dann von Glück sagen, dass wir alle miteinander im Nordwesten Europas wohnen. Hier ist kein Krieg und hier ist auch in den letzten 20 Jahren kein Krieg gewesen. Ja, deutsche Soldaten sind im Ausland tätig, in Mali, in Syrien, im Irak, im Libanon und im Kosovo. Deutsche Soldaten fahren im Mittelmeer auf Schiffen herum. Aber ihre Aufgabe ist es nicht, Krieg zu führen, sondern eher für Frieden und Sicherheit zu sorgen. In Deutschland selbst aber ist kein Krieg. Das hängt auch damit zusammen, dass wir mit unseren Nachbarn in Frieden leben und vor allem, dass wir Deutschen selber mit unserer Regierung, unserer Verwaltung, unseren Gerichten, unserem Steuersystem einigermaßen zufrieden sind. Klar, wir meckern dauernd herum, wir wollen lieber weniger Steuern zahlen und vor Gericht würden wir auch lieber gewinnen als verlieren. Aber niemand von uns würde sagen, wir finden die Gerichte, die Verwaltung, die Regierung, die Steuern so schrecklich, dass wir keine Deutschen mehr sein wollen. Dass wir, sagen wir, die Union freies Schwaben bilden mit Tübingen als Hauptstadt und uns mit Geodreiecken, Spitzen, Bleistiften, Zirkeln und was wir sonst auch so finden, bewaffnen, um alle Nicht-Schwaben aus dem Land zu jagen. Das sind nämlich bei Weitem die häufigsten Kriege heute. Kriege
innerhalb von Staaten sind das eigentliche Problem heute. Das sind die neuen Kriege. Kriege, in denen keine Uniformen getragen werden, in denen man nicht genau unterscheiden kann, wer Soldat ist und wer nicht. Kriege, die gedrillte Armeen mit Panzern, Hubschraubern und Gefechtsausbildung nicht gewinnen können, weil der Gegner sich gar nicht zum Kampf aufstellt. Kriege, die sehr grausam für die Nichtkämpfenden sind und die nur schwer beendet werden können. Warum beschäftigen Sie sich eigentlich mit dem Thema? Historiker haben einen ganz besonderen Zugang zu Dingen, die in der Welt passieren. Historiker, so wie ich, sind Spezialisten für Zeit. Was kann nun ein Historiker wie ich zu der Frage sagen, warum es Kriege gibt? Der Historiker kann zunächst mal sagen, dass die Frage selbst nicht ganz normal ist. Denn nicht immer haben Menschen diese Frage stellen können oder wollen. Lange haben sich die meisten Menschen für diese Frage gar nicht wirklich interessiert. Und das, obwohl es viel mehr Kriege gab als heute. War das denn früher normal, dass immer Krieg war? Im 17. und 18. Jahrhundert gab es in dem Teil Europas, in dem wir leben, mehr Kriegs- als Friedensjahre. Aber gerade deswegen fanden Menschen das ziemlich normal. Das Leben war hart und der Krieg war eine Härte unter anderen. Der Krieg war einer der apokalyptischen Reiter. Wie Seuchen, Krankheit und Hunger kam er, riss seine Beute und ging wieder. Die meisten Menschen waren am Krieg gar nicht interessiert. Es war ihnen eigentlich egal, unter welchem Herrscher sie lebten, wem sie Tribut zahlten. Aber sie wurden ebenso wenig gefragt, wie sie gefragt wurden, ob sie an Seuchen oder Hunger sterben wollten. All das passierte einfach. Krieg war eine der ganz normalen Katastrophen, mit denen Menschen auszukommen hatten. Wie mit Seuchen oder Hunger. Frieden, so dachten die Menschen vor 300 Jahren, war eine Sache der Zukunft. Und die Zukunft lag bei Gott. Im Himmel, da würde es Frieden, Wohlstand und Sicherheit geben. Hier auf der Erde war Krieg, Krankheit und Hunger. Erst vor weniger als 300 Jahren, während der Aufklärung, wurde der ewige Frieden hier und jetzt denkbar. Die Menschen begannen sich die Zukunft nicht mehr als das ganz andere vorzustellen, als die Zeit Gottes, sondern als das vor ihnen Liegende, das Erreichbare, das, worauf ich Einfluss habe. Das Paradies blieb zwar im Jenseits, aber auch auf der Erde sollte es besser werden können. Fortschritt sollte es geben. Nicht Krieg, Frieden sollte die Normalität sein oder werden. Das gelang eine Zeit lang ganz gut. Das 19. Jahrhundert war jedenfalls in Europa, ziemlich friedlich. Die meisten der Kriege fanden im 19. Jahrhundert nicht in Europa statt, sondern in Asien, Afrika oder Amerika. Und den Menschen in Europa selbst ging es allmählich besser. Seuchen wurden bekämpft, der Hunger ging zurück. Die Frage, warum gibt es Kriege, bekam einen ganz anderen Klang. Am Ende des 19. Jahrhunderts, nach knapp 100 Jahren, in denen im Wesentlichen Friede in Europa geherrscht hatte, vertraten Journalisten und Wissenschaftler in Europa die Ansicht, es werde gar keinen Krieg mehr geben. Es lohne sich nicht, Krieg zu führen, weil im Frieden durch Wirtschaft und Entwicklung viel mehr Geld verdient werden könne. Und die Menschen seien friedfertig zivilisiert geworden. Krieg sei etwas für oder gegen Unzivilisierte, gegen Wilde, wie man das nannte. In Afrika oder Indien müsse man gelegentlich noch Krieg führen, aber in Europa werde es das nicht mehr geben. Wir wissen mittlerweile, dass das nicht stimmt. Viele der Kriege, die in Asien, Afrika oder Amerika im 19. Jahrhundert ausgefochten wurden, haben Europäer angezettelt, weil sie die Welt beherrschen wollten und es eine Zeit lang auch taten.
Deutschland, England, Frankreich und andere europäische Staaten eroberten Kolonien. Im 20. Jahrhundert aber kam der Krieg nach Europa zurück. Nie hat es so brutale Kriege mit einem solchen Ausmaß an Todeszahlen gegeben wie im 20. Jahrhundert. Man muss nur an die Weltkriege denken. Ganz normale Menschen, Bauern, Briefträger und Bibliothekare lernten wieder zu töten und wurden getötet. Der Krieg mag weggehen, aber er kann wiederkommen. Entschuldigung, kann man Kriege auch wieder verlernen? Die Frage hört sich absurd an, aber sie ist nicht absurd. Wir haben schon gesehen, dass man erst seit der Aufklärung die Frage, warum gibt es Kriege, mit der Absicht stellt, den Krieg auf dieser Welt abzuschaffen. Das ist nicht gelungen, wie wir wissen. Aber eine Welt ohne Krieg ist wünschbar, denkbar geworden. Ist sie auch machbar? Können Menschen sich so ändern? Die Geschichte des 20. Jahrhunderts, verglichen mit dem 19., scheint dagegen zu sprechen. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. In den meisten deutschen Eisenbahnwaggons hing vor 100 Jahren ein Schild, das Mitreisende aufforderte, nicht auf den Boden zu spucken. Begründet wurde das mit der Angst vor Infektionskrankheiten, vor allem der Tuberkulose. In öffentlichen Gebäuden gab es Spucknäpfe. Menschen sollten, wenn sie auf einen Termin warteten, nicht den Fußboden vollschleimen, sondern den Napf zum Spucken benutzen. All das gibt es heute nicht mehr. Menschen haben in den letzten 100 Jahren ihr Verhalten so geändert, dass sie etwas, was vor 100 Jahren alltäglich war, eklig finden. Was sagen uns diese Beispiele? Menschen verändern sich und das, was Menschen für normal halten, verändert sich auch. Das, was normal ist, nennen wir eine Kultur. Die Faustkampf-Selten-Dusch- und Selten-Unterwäsche-Wechselkultur, die vor 80 Jahren galt, ist vorbei. Nicht auf einen Schlag und revolutionär, sondern allmählich und für die Zeitgenossen fast unmerklich. Menschen können also Dinge lernen und verlernen. Kulturen können sauberer und dreckiger, friedfertiger und gewaltsamer, schöner, hässlicher sein. Kann es dann auch eine Weltkultur der Friedfertigkeit geben, in der jeder, der einen politischen Konflikt mit Gewalt lösen will, ausgelacht, gemieden, geächtet wird? In der Zeremonien, Rituale, Gewohnheiten existieren, die dafür sorgen, dass politische Konflikte ohne Gewalt gelöst werden können? Die eigentliche Frage lautet nicht, warum gibt es Kriege? Die eigentliche Frage lautet, warum gibt es so oft keinen Krieg? Wie können wir erreichen, dass es immer öfter keinen Krieg gibt? Können wir eine Menschheitskultur entwickeln, in der der Krieg verlernt und schließlich vergessen ist? Bei Letzterem bin ich nicht sicher. Das 19. und dann das 20. Jahrhundert zeigt, dass der Krieg zurückkommen kann, auch wenn wir glauben, er sei verschwunden. Bleiben wir bei Ersterem, verlernen. Wie können wir eine Menschheitskultur entwickeln, in der der Krieg verlernt wird? Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, eine Welt zustande zu bringen, in der es keine Kriegsanlässe mehr gibt. Was wir brauchen, sind Regeln, die dafür sorgen, dass Streitanlässe keine Kriegsanlässe werden. Wir müssen Organisationen stärken, die zwischen Ländern vermitteln. Und wir dürfen nicht vergessen, wie schrecklich der Krieg ist. Vielleicht ist der Erste Weltkrieg auch deswegen entstanden, weil die Erinnerung daran verloren gegangen war, wie schrecklich es ist, wenn ein großer Krieg kommt. Deswegen brauchen wir Historikerinnen und Historiker. Sie bewahren die Erinnerung und sagen uns, den gegenwärtig Lebenden, dass das, was sie für normal halten, nicht normal ist.
dass unter der friedlichen Oberfläche immer der Krieg lauert und wir deswegen vorsichtig sein müssen. Es gibt mehr Gründe für Krieg, als wir aufzählen können, und die meisten hängen auch noch irgendwie zusammen. Auf die Frage, warum gibt es Kriege, gibt es daher mehr Antworten, als es Kriege gibt. Die Frage ist eigentlich nicht zu beantworten. Aber wenn wir sie umkehren, warum gibt es so oft keinen Krieg? Und wie können wir dafür sorgen, dass es noch öfter keinen Krieg gibt, obwohl ein Anlass gegeben ist? Dann können wir den Frieden sicherer machen. So, das ist das, was herauskommt, wenn ich in meinem Arbeitszimmer über Probleme und Fragen nachdenke und dann, nachdem ich Bücher angeschaut habe und gelesen habe, einen Text geschrieben habe. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen. Hallo, liebe Kinder, ich bin Ulla Steuernagel und ich werde gleich eure Fragen an den Herrn Professor Ewald Frieh weiterleiten. Ihr habt alle schon mal auch vor der Vorlesung über Krieg nachgedacht oder auch schon Krieg gespielt vielleicht, oder ihr habt auch schon Krieg mit Geschwistern gehabt oder sagen wir mal einfach einen Streit. Ich kann mir vorstellen, dass ihr einige Fragen habt, und da hat sich auch schon der Patrick gemeldet, der jetzt eine Frage stellen will. Meine Frage ist, was war der erste Krieg, den es gab? Das wissen wir nicht. Wenn wir zurückgucken in die Geschichte der Menschheit, dann gucken wir zurück in eine Zeit, von der wir immer weniger wissen, weil Menschen lange Zeit nicht über die Schrift verfügt haben und wir daher nicht genau wissen, was dort vorgegangen ist. Da gibt es Archäologen, die ja was ausgraben und die dann versuchen, das zu interpretieren. Aber was der erste Krieg ist, können wir nicht wissen. Er liegt sehr, sehr lange zurück in einer Zeit, in der Menschen noch nicht über die Schrift verfügt haben und wir deswegen die Spuren dieses Krieges nicht finden können. Okay, die Frage ist beantwortet. Jetzt hat als nächster der Kai sich gemeldet. Kalle? Meine Frage ist, warum können Wissenschaftler die Welt nicht so machen, dass es keine Kriege gibt? Wir können das deswegen nicht machen, weil wir Menschen sind, die zwar Wissen ansammeln, aber Entscheidungen fällen nicht die Wissenschaftler, die Entscheidungen fällen Politikerinnen und Politiker, weil die sind von Menschen gewählt. Alle 4 Jahre kann man in Demokratien wählen gehen. Und deswegen genießen Politikerinnen und Politiker das Vertrauen der Menschen und können auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören, sich unterschiedliche Meinungen angucken und müssen dann entscheiden. Wenn Wissenschaftler alles selbst entscheiden würden, würde wenig Raum für Alternativen sein. Deswegen ist es wichtig, dass es Wissenschaft gibt, wo Wissen erarbeitet wird, und Politik, wo über Alternativen nachgedacht wird und wo Menschen entscheiden können, wer es für die nächsten Jahre zu sagen haben soll. Ja. Das zeigt auch, dass es wichtig ist, dass man Politiker oder Parteien wählt. Und zwar nicht gerade die, die kriegstreibend sind. Jetzt könnte der Armin was sagen. Armin? Armin, du musst auf den Button drücken. Erst dann hören wir dich. Jetzt, ich wollte fragen, ob, wenn man ein Land einen Krieg anfängt, ob es dann auch gewinnt oder immer verliert. Das ist schwer zu sagen, weil es ja davon abhängt, über welche Möglichkeiten, über wie viel Geld, über wie viel Soldaten ein Land verfügt und
ob die Bevölkerung des Landes bereit ist, diesen Krieg zu unterstützen. Es wäre wahrscheinlich besser, Menschen würden einen friedlichen Weg finden, ihre Konflikte auszutragen. Es gewinnt nicht immer der, der anfängt. Es gewinnt manchmal auch der, der dann sich vorbereitet. Aber das kann man eigentlich schwer prognostizieren. Ja, es scheint mir, dass vor allen Dingen die Jungs Fragen haben zum Thema Krieg. Jetzt ist als nächstes der Zakaria dran. Zakaria? Meine Frage ist, wie viele Jahre gab es keine Kriege? In der Welt in den letzten 200 Jahren nur in 2 Jahren. Ansonsten war immer irgendwo Krieg. Aber Kriege finden ja, außer in den beiden Weltkriegen, nicht überall auf der Welt statt, sondern nur in bestimmten Regionen, sodass es Regionen geben kann, in denen Krieg ist und gleichzeitig ist in anderen Regionen Frieden. Und wir in Deutschland haben in den letzten Jahrzehnten das Glück, dass hier kein Krieg ist, während gleichzeitig woanders viele Kriege stattfinden. So, jetzt stellt aber endlich mal ein Mädchen auch eine Frage. Die Luzi hat sich gemeldet. Kannst einfach reden. Meine Frage ist, warum reden die Menschen nicht miteinander, sondern machen Krieg? Meistens reden Menschen miteinander. Es gibt gar nicht so häufig die Situation, dass Krieg sofort ausbricht, sondern häufig versuchen Staaten erstmal auf friedlichem Weg zu ihren Zielen zu kommen. Und Krieg wird dann lange als das letzte Mittel betrachtet, um seine Ziele doch durchzusetzen. Und woran wir arbeiten müssen, ist, dass der Krieg auch nicht mehr das letzte Mittel ist, sondern gar keins mehr und man versuchen muss, andere Lösungen zu finden. So, zwischendurch vielleicht mal eine Frage aus dem Chat, wo man auch Fragen stellen kann. Da fragt jemand, gab es in Deutschland schon Bürgerkriege? Es gab eine Revolution 1848-49. Und am Ende dieser Revolution die Niederschlagung der Leute, die für Demokratie und einen deutschen Nationalstaat waren, durch die Armeen, vor allem Preußens. Und da sind auch in Deutschland Bürger mit Gewehren oder Säbeln oder Mistgabeln oder was sie so hatten, gegen die preußische Armee angetreten und haben verloren. Es gibt Bürgerkriegsähnliche Zustände während der Napoleonischen Kriege. Ja, also das hat es gegeben. Auch nach dem Ersten Weltkrieg hat es solche Situationen gegeben, Ende der 20er, Anfang der 30er auch. Auch das hat es in Deutschland gegeben. Ja, vielleicht im Anschluss gleich noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar, ist jeder Krieg denn gewaltsam oder kann man auch mit anderen Mitteln Krieg führen? Die Wissenschaftler aus Uppsala in Schweden, die ich benutzt habe, um über den Krieg nachzudenken, deren Arbeiten ich benutzt habe, die definieren Krieg als eine bewaffnete Auseinandersetzung mit einer bestimmten Anzahl von Toten im Jahr. Die würden sagen, Krieg ist immer gewaltsam. Es gibt aber auch den Kalten Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Systemkonkurrenz, könnte man sagen, eine Konkurrenz zwischen zwei großen Gruppen von Staaten, die andere Vorstellungen darüber hatten, wie die Welt geordnet sein sollte. Die haben sich gegenübergestanden, haben aber letztlich keinen Krieg mit Waffen geführt. Das ist ein kalter Krieg, also ein Krieg, der nicht heiß geworden ist, sondern wo diese Auseinandersetzung im Zentrum stand. Es gibt noch andere Auseinandersetzungen, die man mit dem Namen Krieg belegt. Aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich darauf konzentriert, die Kriege zu untersuchen, die wirklich mit Gewalt
und Toten verbunden war. So, jetzt sind aber wieder die Kinder an der Reihe. Jasper und Felix, ich weiß nicht, wer von euch beiden, ihr seid wahrscheinlich Geschwister, eine Frage stellen will. Ich esse mal einige. Ich habe eine Frage. Was ist eigentlich zurzeit der schlimmste Krieg, jetzt gerade? Wir haben gerade das Ende der Auseinandersetzungen in Afghanistan miterlebt. Es gibt jetzt in Afrika Auseinandersetzungen, etwa in Zentralafrika. Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage beantworten kann, welche von diesen Auseinandersetzungen die schlimmste ist. Wahrscheinlich ist es gar nicht gut, diese Frage so zu beantworten, weil die Menschen, die darunter leiden, werden jeweils ihren Krieg als den schlimmsten empfinden. Ja, jetzt aber mal wieder ein Mädchen, die Lena, meldet sich und wollte Professor Free was fragen. Ich mach mal die. Warum können Menschen, die Präsident oder so sind, eigentlich nicht mit den anderen Ländern teilen? Sie können. Sie müssen es wollen und die Bevölkerung muss es auch wollen. Präsidenten, wenn sie in Demokratien aktiv sind, wollen wiedergewählt werden. Und die Überzeugung, dass wir mit allen Menschen gerecht teilen sollen, ist gar nicht in allen Bevölkerungen gleich verbreitet. Es gibt Überzeugungen in ganz vielen Ländern der Erde, dass es wichtiger ist, dass unser eigenes Land gut versorgt ist, als dass alle Menschen gleich gut versorgt sind. Wir können also auch, aber nicht nur die Präsidenten verantwortlich machen, sondern müssen, jedenfalls in Demokratien, auch auf uns selber schauen und was wir für Werte, für Ideen haben, die möglicherweise Gerechtigkeit schwierig machen. Ich hätte noch eine Frage, warum andere Länder Kriege unterstützen? Das ist in jedem Fall unterschiedlich. Das kann damit zusammenhängen, dass Menschen in Ländern denken, das sind befreundete Länder, die müssen wir unterstützen. Es kann damit zusammenhängen, dass Politikerinnen und Politiker das Gefühl haben, wenn wir diese Konfliktpartei unterstützen, wird es auf längere Sicht besser sein für uns. Aber es gibt immer neben denjenigen, die anderen Ländern beim Krieg helfen, auch diejenigen, die versuchen, eine Lösung zu finden, damit der Krieg aufhört. So, jetzt wartet aber der Levi schon lange, dass er eine Frage stellen kann. Warum hat die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht mitgemacht? Die Schweiz hat schon seit mehr als 100 Jahren davor ein Selbstverständnis, sich aus den großen Konflikten herauszuhalten und für sich zu bleiben. Und die Schweiz hat eine Chance, das zu tun, weil sie geografisch mit den Alpen in einer Situation ist, in der sie schwer zu besiegen ist. Und dann gibt es auch Länder, die im Krieg sind, die es für vorteilhaft halten, dass es eine Partei gibt, die nicht am Konflikt beteiligt ist und über die man bestimmte Fragen regeln kann. Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, das ist eine Möglichkeit, die nur eher kleinere Länder haben. Große Länder können es sich nicht leisten, international so zurückhaltend zu sein. Aber darüber kann man sicher diskutieren. Ich habe noch eine Frage. Hat die Schweiz im
Zweiten Weltkrieg auch mitgemacht oder hat die dort auch nicht mitgemacht? Im Ersten Weltkrieg war die Schweiz auch nicht beteiligt. Ja, wir haben jetzt noch, die Zeit schreitet leider fort und wir haben jetzt noch die Gelegenheit zu drei Fragen. Jetzt würde ich sagen, dass vielleicht auch noch ein Mädchen zu Wort kommt in der langen Liste der Fragenden. Ich rufe jetzt mal die Franka auf und dann kommt noch der Lars und der Mohammed dran. Aber erstmal die Franka. Franka, du musst auf den Button drücken, dass du einverstanden bist, dass dein Mikro freigeschaltet wird. Wo? So, jetzt hört man dich. Perfekt. Glauben Sie, dass es irgendwann mal keine Kriege mehr gibt? Ich hoffe das. Ich glaube nicht, dass es in absehbarer Zeit passieren wird. Wir können versuchen, dass es weniger Kriege gibt. Dass es gar keinen Krieg mehr gibt, ist eine schöne Zukunftsvision, ein großes Ziel, das man verfolgen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir das in nächster Zeit erreichen werden. Als nächstes ist der Lars an der Reihe mit seiner Frage. Oh, sorry, Lars, du hattest deine Frage schon mit Nein? War noch nicht. Was war der größte Krieg, den es gab? Der große Krieg, sagen die Engländer und Franzosen, war der Erste Weltkrieg. Und aus deren Sicht war das der Krieg mit den meisten Toten, wenn man es auf die Bevölkerung umrechnet. Wenn man die Deutschen fragt oder wenn man die Russen fragt, ist der Zweite Weltkrieg der große Krieg, der die meisten Schäden, das meiste Unglück hinterlassen hat. Für die Frage gibt es also nicht einfach eine Antwort, sondern verschiedene Länder haben Kriege unterschiedlich erlebt, sind in unterschiedlicher Weise betroffen und werden daher die Frage unterschiedlich beantworten. So, jetzt ist leider nur noch Zeit. Ich hätte noch eine Frage. Gibt es auch Kriege unter Wasser? Es gibt keine Kriege nur unter Wasser, aber es gibt in Kriegen seit ungefähr 100 Jahren den Einsatz von U-Booten und damit wird der Krieg auch unter Wasser geführt. Aber es gibt keine Kriege, die nur unter Wasser stattfinden. Ich verstehe gut, dass ihr jetzt wahrscheinlich noch viele Fragen habt und noch lange weiter fragen wolltet, aber wir müssen das jetzt beenden. Jetzt kommt noch als letztes der Mohammed in die Reihe. Mohammed? Ich wollte fragen, was bekommt man von Krieg? Du meinst, was man gewinnt, wenn man einen Krieg führt. Das hängt natürlich ganz davon ab, welchen Krieg wir uns angucken. Kann es einen Krieg geben ohne Gewinner? Naja, wenn man auf die Kriege des 20. Jahrhunderts guckt, kann man sagen, dass es eben auch erhebliche Schäden gab. Und ob der Krieg es dann wert gewesen ist, das muss man dann angucken. Im Zweiten Weltkrieg ging es gegen die Diktatur in Deutschland, die Millionen Jüdinnen und Juden ermordet hat und auch ansonsten mit Bevölkerungen, die nicht zu Deutschland gehörten, grausam umgegangen ist. Da kann ein Krieg nicht einfach verurteilt werden. Also man kann nicht einfach sagen, dass es niemanden gibt, der vom Krieg profitiert. Wir müssen auch da wieder auf den Einzelfall gucken. Dann tut es mir leid, es ist leider die Zeit vorbei. Aber bevor ihr jetzt ausschaltet, es gibt noch ein Gedicht von Helge Thun. Und das wird euch vielleicht noch manches, was ihr vorhin gehört habt, noch mal zusammenfassen. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.
Man kann sagen, es gibt zig Sparten von Kriegen, also Kriegsarten. Früher waren die meisten Fälle von Kriegen so eine Art Duelle zwischen zwei verschiedenen Ländern. Länder haben ja an den Rändern eine Grenze und die Trenze. Man sieht sie nicht, aber man kennt sie. Und wenn da zum Beispiel Streit ausbricht und es gibt kein Schiedsgericht wie die UNO, gibt es ja Schnellkrieg und der heißt dann Duellkrieg. Beim Weltkrieg sind viel mehr dabei. Davon gab es zum Glück erst zwei. Denn alle Menschen dieser Staaten und nicht wie sonst nur die Soldaten werden Opfer, müssen leiden. Alleine in den letzten beiden starben über 100 Millionen, mehr als heute in Deutschland wohnen. Ein Krieg wird auch mal nach dem Land, in dem er stattfindet, benannt. Zum Beispiel Krimkrieg nach der Krim. Lustiger, obwohl genauso schlimm, sind Kriege, die so albern klingen wie der Grund, aus dem man sie beging. Bei Kriegen, die Salpeter heißen, geht's um das, was Vögel scheißen. Doch mancher Krieg, auf dem Krieg draufstand, war eigentlich vielmehr ein Aufstand. Doch der eigene Staat gegen einen Teil der Bevölkerung ist unfair, weil gegen Soldaten ohne Waffen, wie soll man das denn bitte schaffen? Die Frage, die bei Krieg nun zählt, die der Historiker sich stellt, ist nicht, warum gibt es einen, sondern warum gibt es keinen? Können wir Krieg vielleicht verlernen, Kriege aus der Welt entfernen? Grund für Krieg wird es immer geben. Er kann jederzeit wieder aufleben. Ja, doch wenn wir uns Gesetze geben, Regeln aufstellen, danach streben, sie gemeinsam einzuhalten, nicht zurückzukehren zum Alten und auch das sollte man sich merken, Organisationen stärken, die schwelende Konflikte schlichten, dann können wir statt zu kämpfen dichten.